Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zur Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Ein Kriminalhauptkommissar und eine Professorin für Psychologie sind in dieser halben Stunde meine Studiogäste. Und wir sehen uns jetzt ein Thema genauer an, bei dem viele von uns gerne wegschauen. Wir sprechen nämlich darüber, wie es Prostituierten in Deutschland geht. Schließlich gehen laut Schätzungen circa 1 Million Männer pro Tag zu Prostituierten. Geht das nicht jeden von uns etwas an? Diese Frage klären wir gleich und außerdem, was meine Studiogäste da empört und wie verschiedene Bündnisse in Baden-Württemberg Hilfe und Aufklärungsarbeit leisten. Bei mir sind Gunda Rosenauer vom Ludwigsburger Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution und Kriminalhauptkommissar Wolfgang Fink. Er hat an einem Gerichtsverfahren in Sachen eines Stuttgarter Bordells mitgearbeitet. Ja, und um jetzt schon mal eine Sache am Anfang deutlich zu machen, habe ich ein erstes Foto mitgebracht aus der Fotoreihe Gesichtslos. Das ist ein Projekt von dem Fotografen Hüb Jerlikaya und der Diakonieberatungsstelle Amalie in Mannheim für Prostituierte. Und diese Szenen sind nachgestellt von Prostituierten selbst, um auf diese Situation aufmerksam zu machen. Und ja, man sieht es hier an dem 20-Euro-Schein, der eingeblendet ist. Für wirklich wenig Geld, ja, kann sich jeder ab 18 legal Sex mit einer Prostituierten kaufen. Würden Sie sagen, ja, wie Prostituierte leben und arbeiten hier in Deutschland, das geht jeden etwas an, Herr Fink? Ich denke, das geht tatsächlich jeden was an. Die Prostituierten leben unter uns, in unserer Gesellschaft, die sind Teil von der Gesellschaft und so wie Sie vorher gesagt haben, 1 Million Männer nehmen diese Dienste jeden Tag in Anspruch. Deshalb kann die Gesellschaft eigentlich nicht sagen, es geht uns nichts an. Und welche Auswirkungen das auch hat auf eine Gesellschaft, wenn ich Frauen kaufen kann mit meinem Geld, das ist das, was wir täglich auch erleben in unserer Gesellschaft. Das heißt, es wirkt sich irgendwie auch auf unseren Alltag aus, sagen Sie? Von jedem von uns, ja. Es spielt in der Erziehung eine Rolle, in der Sozialisation der Menschen, in dem ganzen Umgang, wie wir mit dem Thema Frau, mit der Gleichberechtigung und mit allem umgehen. Ja. Wie sehen Sie das, Frau Rosenauer? Ja, ich sehe das ganz genauso. Zum einen, wenn Menschen in Not sind, geht es uns alle an und die Prostituierten sind in Not. Und ich denke auch, dass es mit der Gleichberechtigung was zu tun hat, wenn Kinder oder Jungs und Mädchen aufwachsen in einer Gesellschaft, in der das normal ist oder in der man das tun darf, das macht was mit denen. Und ich finde, Leni Breimeyer von der SPD hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, solange ein Kollege in der Mittagspause für das Geld eines Mittagsessens eine Frau benutzen kann oder alles mit ihr machen kann, solange haben wir alle ein Problem, wenn der auch zurück an den Verhandlungstisch kommt. Eine Politikerin eben in Berlin, die das fand ich sehr eindrücklich, wo ich denke, deswegen, es geht uns alle etwas an, auf jeden Fall. Jetzt gilt Deutschland ja tatsächlich als Bordell Europas seit diesem Prostitutionsgesetz von 2002 und es kommen ja auch aus Nachbarländern Freier hierher nach Deutschland. Und ja, es gibt Prostitution in Laufhäusern, wie man jetzt auch auf dem Foto sieht, hier nachgestellt, in Terminwohnungen, aber auch auf dem Straßenstrich. Und ja, wenn man da von Prostituierten spricht, wer ist das eigentlich, Frau Rosenauer? Ja, es sind vor allem Frauen, also überwiegend Frauen. Ich habe eine Studie gesehen, da sind es 3% Männer oder die gehen von 3% Männer aus und 3% Transgender. Es sind Frauen aus Osteuropa, vor allem Bulgarien und Rumänien. Es sind auch Frauen vor allem aus armen Verhältnissen, sind ungebildet, die können unsere Sprache oft nicht. Und was auch interessant ist, was die Studienlage deutlich zeigt, die haben ganz oft Vorerfahrungen, Missbrauch, Gewalt, Abwertung. Also die kommen, die sind schon vorverletzt, so wenn sie zu uns kommen. Und interessant ist auch, eine Studie sagt, dass die Lebenserwartung von diesen Frauen nur 33 Jahre ist, weil die einfach so, weil es so eine prekäre Lebenslage ist. Ja. Und von den Zahlen her ist es ja auch, also zumindest vom Statistischen Bundesamt gibt es ja Zahlen. Also ich glaube, in Baden-Württemberg sind es knapp 3.000, die gemeldet sind und in ganz Deutschland knapp 24.000. Aber auch das Ministerium, das dafür zuständig ist, schreibt, das ist eigentlich eine unvollständige Zahl. Also es scheint noch eine hohe Dunkelziffer dazu geben. Ne? Also
Ich glaube, verlässliche Zahlen gibt es tatsächlich nicht, also bis auf die, die sich offiziell anmelden müssen. Aber es findet natürlich Prostitution auch statt in dem sogenannten Dunkelfeld. Und das wird die Anzahl vermutlich deutlich höher sein. Also da gibt es Schätzungen von 100.000 in Deutschland bis zu 200.000 täglich arbeitende Prostituierte. Jetzt hieß es auch, jetzt gerade zu Beginn des Ukraine-Kriegs, dass vielleicht auch geflüchtete Ukrainerinnen in die Fänge von Menschenhändlern ja vermutlich gekommen sind, auch dann in der Zwangsprostitution gelandet sind. Was haben Sie da vielleicht von mitbekommen? Also auch die baden-württembergische Polizei hat da einen Fokus drauf gerichtet. Das war auch medial präsent. Man hat davor gewarnt, dass diese Frauen verletzlich in der Zwangsprostitution landen würden. Dem war aber wohl zumindest im Hellfeld, das wir beleuchten können, nicht der Fall. Also es gab wohl immer wieder Menschen, die vielleicht die Nähe gesucht haben zu den Frauen, aber jetzt nicht so, dass es eine Zwangsprostitution stattgefunden hätte. Da gibt es keinen Fall. Okay, jetzt dann schauen wir vielleicht auch noch mal auf die andere Seite. Also, wenn jeden Tag ungefähr 1 Million Freier ja zu Prostituierten gehen, wer ist es denn? Warum und warum gehen sie zu Prostituierten? Was wissen Sie Also, dazu? Die Studien sagen, dass interessanterweise 56% bis 2/3, also da weiß man nicht so genau, sind Männer in festen Beziehungen. Und die Hälfte davon ungefähr sind Familienväter auch. Und ansonsten geht es durch alle Schichten und Klassen durch. Es sind Männer, die möchten einfach unkomplizierten Sex, weil die Frauen, man kann das vorher anklicken, was möchte ich gerne, was für eine Körbchengröße und Behaarung und Nationalität. Und das kann man alles vorher anklicken und aussuchen. Wenn es um Online-Prostitution, also Genau, über ja, Internetprostitution geht. aber auch wenn ich mich bei einer anmelde und so, das kann ich alles vorher auch aussuchen und so. Und kann mir genau sagen, ich möchte gern so eine. So, und dann weiß ich, wo ich da hingehen muss. Und die kriegen dann, die denken, ich bezahle die und kann alles mit ihr machen. Und es gibt eine interessante Studie von der Melissa Farley und anderen, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und da gibt es zum Beispiel eine Frage, wo man die Freier fragt, glauben Sie, dass die meisten Prostituierten Zwangsprostituierte sind? Und 62% sagen ja. Also die wissen, Was dass die es Mehrheit weiß es. Zwangsprostituierte sind. Und eine Frage war auch, glauben Sie, dass man Prostituierte vergewaltigen kann? Und dann sagen 35%, nee, die kann man nicht vergewaltigen, weil man ja bezahlt hat dafür. Also das heißt, es sind Menschen, die bezahlen eine Frau und denken dann, dass sie in dieser Zeit, wo sie sie bezahlt haben, alles mit ihr machen können. Sehr berührend fand ich auch Sandra Norak, das ist eine ehemalige Prostituierte. Die sagt, dass die schlimmsten Freier für sie die Netten waren. Also die gesagt haben, wie geht's dir denn? Und dann hat sie ein bisschen erzählt, und dass es ihr eben gar nicht gut geht und so. Und dann nach 5 Minuten haben die gesagt, okay, aber jetzt legen wir los. So, also dass denen Ja, eigentlich egal quasi war. Geld schon bezahlt war und Genau, und dann. das wie, und das führt einfach zu so einer wie so, da ist die Frau wie so ein Objekt. Ne? So, ja, das war die Frage zu den Freiern. Jetzt, ja, gab es ja wie gesagt 2002 dieses Prostitutionsgesetz und jetzt 2017 nochmal das Prostituiertenschutzgesetz. Und ja, laut diesem Gesetz müssen sie ja Prostituierte anmelden und regelmäßig Gesundheitschecks machen und Bordellbetreiber brauchen eine Erlaubnis. Ja, was bekommen sie damit? Was bedeutet das für den Arbeitsalltag für Prostituierte? Klappt dieser Rahmen? Also, das ist mit einem Mehraufwand auch für die Prostituierten verbunden. Also, sie müssen sich irgendwo anmelden. Diese Anmeldung gilt eigentlich nur für den Stadtbezirk oder für diesen Bezirk, wo sie sich anmelden, wird aber geduldet, dass das deutschlandweit also genutzt werden kann. Das heißt, eine Frau, die sich in Bremen zur Prostitution anmeldet, kann das 3 Tage später auch in Stuttgart machen, ohne dort eine neue Anmeldung zu erwirken. Man hat auch im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes gesagt, naja, also die Frau darf dort, wo sie arbeitet, nicht schlafen in demselben Zimmer. Das ist natürlich schon, soll auch die Lebensbedingungen der Prostituierten verbessern. Faktisch ist aber so, dass die Frau natürlich irgendwo schlafen muss. Das heißt, sie muss irgendwo Hotelmiete bezahlen oder sonst was. Das heißt, sie ist gezwungen, eigentlich noch mehr Freier zu bedienen, um allein ihren täglichen Bedarf an finanziellen Mitteln zu decken. Also da verkehrt sich es teilweise so ein bisschen
ins Gegenteil. Und also so jetzt dieses Prostitutionsschutzgesetz in Bezug auf Kondom oder sowas, wer will das nachprüfen? Wenn die Frau jetzt das Geld braucht, wird die eher auch dem zustimmen, zu sagen, okay, dann mach's halt ohne, gib mir 50 Euro mehr oder sowas. Aber wer will das nachprüfen? Da guckt ja keiner zu. Ne? Mhm. Also so ein echtes Prostitutionsschutzgesetz könnte anders aussehen, sagen wir es mal so. Und von der Wohnung her, was Sie gerade angesprochen haben, das heißt, es wird nicht unbedingt oft getrennt zwischen Arbeitsplatz und Schlafplatz? War es erlaubt, dass dort, wo gearbeitet wurde, auch geschlafen werden kann, also im selben Zimmer, wo auch die Prostitution stattfindet. Jetzt ist es so, dass es getrennt sein muss. Das heißt, die Frau braucht einen separaten Schlafplatz. Das heißt, die nächtigt dann dazu noch irgendwo im Hotel, um sich zu erholen, oder hat eine Airbnb-Wohnung und geht dann zum Arbeiten woanders hin. Aber das ist mit einem Mehraufwand das verbunden. Heißt, sie hat dann, muss dann mehr Freier pro Tag bedienen. Ne? Richtig. Mhm. Ja. Wie ist es so? Also ich hatte ja von relativ schockierenden Zahlen da auch gelesen, also dass manche bis zu 10 Freier pro Tag deshalb annehmen müssen. Also deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen? Ja. Es gibt sogar durchaus mehr noch. Ja, es gibt bis 30 und so, ja. Mhm. Ja, Sie wollten, glaube ich, noch was ergänzen. Ja, zu ja, genau. Ich wollte noch ergänzen, dass dieses Schutzgesetz die Prostituierten nicht schützt. Das war, glaube ich, die wollten es liberalisieren. Es war irgendwie gut gemeint, aber das klappt überhaupt nicht. Man wollte die ein bisschen aus dem Dunkelfeld holen. Das hat auch nicht geklappt, weil sehr viele melden sich eben überhaupt nicht an. Der Pass heißt übrigens Hurenpass, den die dann bekommen. Das ist ja auch entwürdigend. Und es interessant ist noch, in dem Gesetz ist zum Beispiel geregelt, dass Schwangere auch sich, dass man auch Prostitution für Schwangere erlaubt ist. Und ab 18, das ist einfach viel zu jung. Und es gibt jetzt ein Gutachten von dem Professor Rommelfanger, der das untersucht hat, und der sagt, das widerspricht dem Grundgesetz. Also das ist jetzt ganz das neu, Gesetz hat er letztes auch von Jahr. 2017. Genau, ja. Deswegen hoffen wir, dass vielleicht jetzt mit diesem Gutachten von einem Juristen da nochmal was passiert. Es soll ja auch evaluiert werden, dieses Prostituiertenschutzgesetz. Genau, ja. Vielleicht gibt es da tatsächlich noch die Möglichkeit, an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, dass zum Beispiel die Prostitution erst ab 21 erlaubt wird für die Frauen, um diesen Gefahr mit der Loverboy-Methode einfach ein bisschen entgegenzuwirken, oder andere Sachen, was man sich dann noch tatsächlich vorstellen könnte zum Schutz der Frauen. Mhm. Aber das, was jetzt aktuell auf dem Markt ist, schwierig. Loverboy-Variante, das ist auch, oder Loverboy-Methode ist auch diese Geschichte, dass dann junge Frauen von einer Beziehung quasi in die Zwangsprostitution kommen. Ne? Mhm. Ja, Herr Fink, Sie haben bei einem Gerichtsverfahren gegen das Stuttgarter Bordell Paradise auch mitgearbeitet als Hauptsachbearbeiter. Das war 2019. Gab es da denn etwas, was Sie beim Blick in diese Parallelwelt Rotlicht überrascht hat? Also ich hatte da vorher nicht den Einblick tatsächlich, auch und erst mit der Beschäftigung von dieser Materie Rotlicht, wie funktioniert es, war ich eigentlich erstaunt oder auch erschreckt darüber, dass das schon Jahre so geht, wahrscheinlich schon Jahrzehnte so gegangen ist. Und es hat eigentlich tatsächlich, so interessiert sich nicht so richtig jemand dafür. Ne? Es läuft, jeder sagt, alles ist ja gut, man liest relativ wenig darüber. Untersuchungen finden zwar statt, aber die werden kaum beachtet. Und ja, ist halt auch eine Welt, die praktisch parallel zu der normalen existiert. Und das hat mich eigentlich schon erschreckt, was da so unter uns eigentlich passiert, nebenan. Ja. Mhm. Und wir haben keinerlei Einblick da drin. Und es wird auch oft überhaupt gar kein Versuch unternommen, da mal einzutauchen. Ne? Weil das Rotlicht sich auch abschottet, ganz bewusst. Die führt ein Leben nach anderen Regeln eigentlich. Ja. Und Sie konnten dann aber auch durch diesen Prozess ein bisschen mehr Einblick bekommen, ne, konkret. Dann. Also ich glaube schon, dass es uns tatsächlich gelungen ist, da Einblick zu bekommen und auch diese Verwebung zwischen Rotlicht in diesen Gruppierungen Hells Angels, auch United Tribunes, da festzustellen, diese Interessen, die da eine Rolle spielen. Also ich denke schon, dass es uns richtig tatsächlich gelungen ist, um auch offen zu legen. Aber ich glaube nicht, dass es uns gelungen ist, es zu ändern. Mhm. Weil nach wie vor die Bordelle haben nach der Corona-Krise wieder aufgemacht und die haben genau die gleichen Probleme, die sie auch vorher hatten. Die müssen selbstbestimmte
freiwillig arbeitende Prostituierte jeden Tag zu Dutzenden in die Häuser bringen. Und wenn da eine sagt, ich habe keinen Bock heute, ja, wie gehe ich mit so jemand um? Ne? Die müssen die Häuser füllen, weil sie natürlich auch Verpflichtungen gegenüber ihren Freier haben, gegen Investoren, die da Geld investiert haben in diese Bordelle. Mhm. Das geht im Prinzip nicht anders. Ja. Das heißt, Menschenhandelgruppen und Rockergruppen, ja, bestimmen eigentlich auch so ein bisschen das Geschäft. Also jetzt nicht nur beim Paradise, sondern grundsätzlicher? Mit. Die bestimmen es auf jeden Fall mit und haben, nehmen sich einen großen Teil von dem Kuchen. Ja. Also was vom Finanziellen, das Geld bleibt ja nicht bei den Frauen. Ein Großteil von den Geldern wird abgegeben, geht an die Gruppierungen oder an den einzelnen Zuhälter, der dann wiederum Clubkassen bedient oder sonstiges. Interessant an diesem Fall finde ich noch, dass der Rudloff eben davor in allen Talkshows war und immer gesagt hat, mein Bordell ist ein gutes vom und Paradise, von dem Paradise, der saubere Prostitution, genau. Und so. Und ich finde, da immerhin haben wir jetzt dadurch einen Fall, wo wir zeigen können, selbst wenn die das sagen, wenn man nachher das schafft, da reinzugucken, und das war schwierig, gell, da an diese ganzen Sachen zu kommen, und vor allen Dingen die Prostituierten wollen nicht aussagen, weil sie bedroht werden und ihre Familien. Also das ist ganz schwierig, da reinzukommen, und ich finde, dadurch, dass ihr diesen Fall da aufgedeckt habt, haben wir wenigstens ein Beispiel, um eben zeigen zu können, auch wenn die sagen, saubere Prostitution, das sieht ganz anders aus. War das denn tatsächlich dann so ein Anstoß, um auch in anderen Bereichen da weiterzukommen, was so diese ganzen Ermittlungen angeht? Oder ist es noch genauso schwer wie vor dem Paradise-Prozess? Also es hat sich jetzt dadurch nichts geändert. Man hat immer gedacht, ja, nach diesem Prozess, das erste Urteil gegen Betreiber von Bordellen wird jetzt auch bei allen möglichen anderen Akteuren klar, dass die mit falschen Karten spielen. Aber es ist nach wie vor so, da hat sich nichts geändert. Also auch das Aussageverhalten der Frauen, die sie einfach brauchen, um so einen Prozess zu führen, hat sich jetzt dadurch nicht geändert. Ne? Das ist nach wie vor schwierig. Frau Rosenauer, Sie engagieren sich ja in dem Bündnis in Ludwigsburg gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Da ist ja auch das katholische Erwachsenenwerk, die Erwachsenenbildung mit im Boot. Warum stecken Sie da viel Herzblut rein? Also je tiefer ich mich mit der Thematik beschäftige, desto mehr berührt mich das, wie schlimm das einfach ist, was für eine Not da ist und in was für einer Lage diese Prostituierten sind. Und die meisten haben keine Stimme, die können unsere Sprache nicht, die können nicht in eine Talkshow sitzen und sagen, das ist da nicht gut. Das sind ganz wenige, die das können, wie Sandra Norak oder Huschke Mau. Und selbst für die ist das sehr anstrengend, weil man einfach immer angegriffen wird. Und deshalb denke ich, es ist wichtig, dass wir da etwas tun, und ich freue mich sehr, dass ich mit dem Jörg Mayhoff zusammen eben von der katholischen Erwachsenenbildung und vielen engagierten Leuten dieses Bündnis auf die Beine stellen konnte, und wir sind schon ganz schön weit gekommen, haben dieses Jahr auch eine interessante Veranstaltung. Zum Beispiel kommt der Simon Häggström aus Schweden, weil in Schweden ist ja eine ganz andere Situation. Das heißt, Polizei, genau, Polizei trifft Rotlichter, Wolfgang Fink wird auch dabei sein, und da machen wir einfach viele Sachen, um aufzuklären, weil jede einzelne Person, die wir gewinnen oder für dieses Thema, ist gewonnen. So. Ich mag vielleicht noch ein gutes Zitat von Wilberforce, der hat gesagt, wir können uns entscheiden, wegzuschauen, aber wir können nie wieder sagen, wir hätten es nicht gewusst. Und wir wissen das jetzt, wie schlimm die Lage da ist. Wie kamen Sie auch zum ersten Mal auf dieses Thema? Eigentlich über die Sisters in Stuttgart, die Sabine Constable. Genau. Und als ich das gelesen habe, einen Artikel über die Sisters, ich fand schon den Namen so schön, Schwestern für die Prostituierten. Und dann habe ich Sabine Constable kennengelernt und dann war ich eigentlich unglaublich fasziniert, was sie da geleistet hat und was sie da aufgebaut hat. Und dann habe mich immer weiter damit beschäftigt und habe Studierenden die Aufgabe für Bachelorarbeiten oder für Projektarbeiten gegeben und habe es auch ein bisschen in die Hochschule getragen, um einfach mit den Menschen darüber zu sprechen, weil es so viele Vorurteile auch gibt und so viele Fehlinformationen, wie alt ist das Gewerbe, oder es gibt doch auch so viele, die das freiwillig machen, oder wo sollen die Männer denn hin, die Vergewaltigung würden steigen und so. Und da gibt es so viele Mythen oder Dinge, die nicht stimmen, dass mir das einfach ein Herzensanliegen ist, darüber aufzuklären. Also machen Sie vor allem Aufklärungsarbeit mit dem Bündnis? Ja, wir machen im Moment vor allem Aufklärungsarbeit, aber wir sind ja jetzt erst ein Jahr alt und wir wollen schon gern noch irgendwie auch Beratung machen für Prostituierte und so weiter. Und wir machen eben Veranstaltungen, und wir haben auch eine AG-Schule, die in Schulen gehen möchte, weil auch dort das Problem einfach auch da schon existiert, dass Jungs sagen, ich gebe dir was und dann dafür darf ich
dich nackt sehen oder machst du das oder das für mich? Also auch da ist es schon ein Thema und da wollen wir zum Beispiel auch was machen und so. Und also wir wollen einfach gucken, was wir noch so auf die Beine stellen können da, um was diesem Thema förderlich ist. Jetzt gibt es ja auch noch viele weitere Bündnisse hier in Baden-Württemberg, ähnliche, also auf der Ostalb, in Reutlingen, mhm, und in Ulm und ja, sind in den letzten Jahren immer mehr dazugekommen. Mhm. Weshalb, würden Sie sagen, ist es so aufgeploppt? Also ich glaube nicht, dass es so aufgeploppt ist. Ich denke einfach, dass immer mehr Informationen darüber entstehen und dass immer mehr Menschen betroffen sind, wenn sie das hören oder wenn sie einmal in ein Freierforum gehen und lesen, was Männer über die Prostituierten schreiben. Dann wird einem diese Würdelosigkeit einfach so bewusst und ich glaube, wir wissen einfach immer mehr darüber. So. Mhm. Und auch sicherlich durch die Frauen wie Huschke Mau oder Sandra Norak, die einfach davon erzählen, die nennen sich ja selber Überlebende, diese ehemaligen Prostituierten. Und ich denke schon, dass wir da einfach mittlerweile mehr darüber wissen und dass deshalb wir haben einfach diesen Wunsch, denke ich, da was dran zu verbessern. Und ich glaube, deshalb entstehen diese Bündnisse, mhm, so glaube ich. Jetzt haben Sie das auch nochmal gerade angesprochen mit den Freierforen. Also mhm, Prostitution ist auch ein bisschen mehr ins Netz gewandert, ne? Hatten Sie auch in einem Vorgespräch gesagt. Mhm. Also die Prostitution hat sich tatsächlich verlagert, jetzt nicht nur durch diesen Paradise-Prozess, sondern natürlich auch durch die Corona-Pandemie, wo Prostitution in Bordellen verboten war, aber die Solo-Selbstständige nach wie vor dem Gewerbe nachgehen konnte. Und das Gewerbe ist einfach abgewandert. Die weichen diesen Druck, der ein bisschen aufgebaut wurde, auch durch diesen Prozess jetzt ein bisschen aus. Ne? Es ist einfacher, dort Frauen anzubieten. Für den Freier ist es letztendlich sogar auch noch einfacher. Das ist wie im Otto-Katalog blättern und dann sucht er sich raus, ob nachher dann die Frau tatsächlich die ist, die er sich da bestellt, ist dann nochmal was ganz anderes. Aber wenn der erst mal in dem Raum ist und spricht mit jemandem, dann ist es dem relativ egal. Ja. Gibt es denn eigentlich auch kleine Erfolge, jetzt vielleicht auch gerade von Ihrem Bündnis, wo Sie sagen, Mensch, da hat sich doch ein bisschen was ins Gute hingetan? Also ich finde schon, also wir hatten jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Gespräch mit dem Landrat von Ludwigsburg, wo der ganz offen auch für das Thema war. Und ich finde schon, also ich habe das Gefühl, dass wir immer mehr Menschen gewinnen können für das Thema. Und deswegen finde ich schon so ganz kleine Erfolge, aber so richtig viele glaube ich noch nicht. Wir arbeiten dran. Also ich denke schon auch, wir haben es vielleicht noch nicht geschafft, es tatsächlich auch gesellschaftlich zu ändern. Aber ich denke, durch diese ganzen Bündnisse oder auch durch die Arbeiterpolizei entsteht so etwas wie Bewusstsein. Man kann auch nicht mehr weggucken, weil es eigentlich bekannt ist. Also man kann sich dann nicht mehr so ohne weiteres rausreden. Und also es geht jetzt nicht darum, große Verurteilungen zu erreichen oder sowas, sondern wichtig ist einfach auch den Frauen zu helfen, sie aus dieser Lage zu befreien, also vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest zu unterstützen in dem Bemühen, ein normales Leben zu führen. Und wenn sie das schaffen, bei einigen oder bei einer nachhaltig auch, dass sie dann ein anderes Leben führt, selbstbestimmt auch, also das ist dann schon, das hat was mit Erfolg zu tun tatsächlich, genau. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so ankommt oder so groß vermarktet wird. Jede einzelne, genau. Ja, ich glaube, diese Ausstiege sind auch gar nicht so leicht. Ne? Bei diesem Fotoprojekt, wo wir jetzt auch diese Fotos eingeblendet haben, da war es, glaube ich, einer Frau gelungen, dann in eine Reinigungsstelle zu kommen. Ne? Aber es ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, Einzelne schaffen es schon. Aber ja, gäbe es irgendetwas, wo Sie sagen, das bräuchte es auch politisch, um solche Ausstiege leichter zu machen künftig? Also ich meine, die Unterstützung gibt es ja schon für Beratungsstellen. Also da steht auch der Bund oder das Land dahinter mit finanziellen Mitteln. Die Polizei arbeitet mit diesen Beratungsstellen schon auch zusammen. Man ist auf die angewiesen und gemeinsam kann da schon was entstehen. Und diese Zusammenarbeit, das gegenseitige Vernetzen, das Kennen, das bewirkt da sicherlich was. Und das hat aber noch Luft nach oben tatsächlich, ja. Und ich bin auf jeden Fall für das nordische Modell. Es ist nicht optimal, aber es ist eine gute Lösung oder die beste im Moment, die wir haben. Und wir sehen es an Schweden, da ist das ja schon ganz lange, dass sich die Kultur einfach verändert. Das ist ja ein generationsübergreifendes Thema und die Kultur verändert sich. Da wachsen eben die Jungs. Sagen Sie noch so ein, zwei Stichworte zu dem nordischen Modell für alle, die es nicht kennen. Ja, also dass die Jungs und Mädchen wachsen dort einfach damit auf, sowas machen wir nicht. Und das hat mit Respekt und Würde zu tun und das
Und deswegen, das wünsche ich mir eigentlich für Deutschland. Und das nordische Modell hat 4 Säulen: Entkriminalisierung der Prostituierten, Kriminalisierung der Freier und der Zuhälter, Aufklärung und Beratung der Prostituierten, der Frauen in der Prostitution zum Ausstieg. Mhm. So, also das heißt, die Kenner der Branche sagen auch, wir müssen an der Nachfrage ansetzen, weil die Frauen, es wird immer arme Frauen auf der Erde geben, die zu uns kommen und halt in ihrer Not ihren Körper verkaufen möchten, aber wenn wir bei der Nachfrage ansetzen, dann ist das das wirksamste Mittel. Quasi so. Die Freier bestrafen, das ist so die Geschichte, genau. Nicht die Prostituierten. Ja, nicht die Prostituierten, genau. Deswegen freue ich mich auch, eben, dass dieser Polizeichef von Stockholm jetzt im Sommer zu uns kommt und uns vielleicht noch mal mehr erzählt, wie das in Schweden ist. Was wünschen Sie sich außerdem noch? Also Sie haben, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass Prostitution vielleicht erst ab 21 legal ist. Aber was also finden Sie sollte noch sein? Tatsächlich auch gesellschaftlich ein anderes Modell wie das, also was wir jetzt gerade haben. Also ich tue mich einfach schwer damit zu sagen, ich wachse ja auf immer Bordell Europas letztendlich, wo das einfach nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß, denke ich. Und ob es jetzt das nordische Modell ist oder nicht, aber auf jeden Fall nicht das, was wir jetzt aktuell hier haben, da machen wir keine gute Erfahrung damit. Und ja, das wäre so ein Wunsch. Aber das unter 21 wäre schon das so ein ganz heißer Wunsch. Mhm. Ja, jetzt möchte ich am Schluss von der Sendung auch noch auf das Fotoprojekt hinweisen, dieses Gesichtslos-Projekt. Das ist, wie gesagt, eine Kooperation der Diakoniestelle Amalie in Mannheim und des Fotografen Hüb Jarlikaya. Das ist noch bis zum 25. Februar in Esslingen in der Franziskanerkirche zu sehen und von Mai bis August in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld. Und da sind eben nicht nur die Bilder zu sehen, sondern auch Ausschnitte von Interviews mit den Prostituierten zu ihrem Alltag, wovon sie träumen vielleicht auch. Ja, vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Sie haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Und Sie können diese Sendung auch als Podcast anhören unter dem Titel Alpha und Omega – Mehr als du glaubst.